Ich fühle mich gerade direkt nochmal 10 Jahre jünger. Ich habe gerade den Todesschreck bekommen. Bin gerade zurück zu unserem Auto gelaufen und merkte, wie sich hinter mir irgendwas anschlich. Habe ich mich umgedreht und dann lief mir ein Wolf hinterher. Heute ist der Tag der Tage gekommen. Wir werden unsere ersten Wale sehen, hoffentlich. Wir haben tatsächlich mal eine Whale-Watching-Tour jetzt gebucht und sind jetzt gerade da angekommen, warten jetzt, dass unser Skipper uns abholt und dann geht es los, ne? Sind hier nicht sexy? Yeah, wir haben es geschafft. Wir sitzen ganz vorne. Sarahs erklärtes Ziel, damit wir halt einen wunderschönen Blick haben. Und nicht irgendwelchen Leuten mit unserem Objektiv in den Nacken knallen. Ja, jetzt fahren wir gerade aus dem Hafen raus. Es sieht wunderschön aus. Es ist einfach traumhaft. Die Stimmung ist geil, ist so ein bisschen neblig und ach, wunderbar. Hier unsere ersten maritimen Tiere. Die Hunde. Und Sarah voll in ihrem Element. So, wir haben unseren ersten Grauwal gesehen. Der schwimmt hier auch noch irgendwo rum, kommt alle paar Minuten mal hoch, atmet aus und ja, dann riecht es. Da ist er wieder. Guck mal. Geil. Aber er kommt noch nicht so richtig hoch, man sieht immer nur den Blas und dann ist es wieder weg. But it makes a lot of sense for me, like one of my friends are here, Ashley, or two of my friends, Ashley and Mark, are partners, both whale watch guys as well. They believe that. Ja, wir sind gerade zurück von unserer Zodiac-Tour, die mega geil war. Super, cool. Richtig, richtig gut. Alleine Zodiac-Fahren hat es schon rausgerissen. Wir haben schnell und wellig und turbulent. Also super. Kann man nur empfehlen. Kann man nur empfehlen. Ja. Gesehen haben wir auch ein paar Tiere: Seelöwen, Robben und Seeotter und ein Grauwal. Grauwal? War ein Grauwal. Ein Grauwal. Ja, ist jetzt nicht so dicht gewesen, aber es war eine richtig klasse Tour insgesamt und hat sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall.
Daumen hoch. Wir wandern jetzt auf dem Lighthouse Loop Trail zum Sonnenuntergang und kommen dabei durch ein interessantes Waldgebiet. Alles ist so ein bisschen in Miniaturform hier und total cool geformt, der Baum. Der Tag geht zur Neige. Wir hatten ein paar sehr schöne Sachen gemacht und wollten jetzt zum Abend hin auch nochmal den Sonnenuntergang einfangen, der richtig, richtig geil war. Bei Jukulet. Bei Jukulet. Lighthouse Loop. Mega schön, tolle Ecke. Nur sind wir einfach mal klassisch, Sarah und Fulco-Style, komplett unvorbereitet, komplett chaotisch, viel zu spät angekommen, haben hart verkackt. Haben einen Filter zerlegt, haben keine Micro-SD-Karte dabei gehabt, haben Einstellungen beim Zeitraffer nicht hingekriegt. Also lief nicht so richtig. Aber ja, wir haben morgen vielleicht nochmal eine Chance und dann kriegen wir es vielleicht besser hin. Und jetzt gehen wir erstmal schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Ja, wir sind gerade aufgebrochen zu einer kleinen Pirschfahrt in der Hoffnung, wieder Schwarzbären sehen zu können. Leider hat das bis jetzt noch nicht geklappt, aber wir haben jetzt gerade einen sehr hübschen kleinen Strand entdeckt, hier gegenüber von Jukulet. Machen wir jetzt ein paar Fotos, dann frühstücken wir vielleicht gleich noch eine Kleinigkeit und dann fahren wir weiter und gucken mal, vielleicht sehen wir noch ein paar Schwarzbären. Viel mehr kann man im Moment auch nicht machen, weil es halt einfach mal wieder richtig suppig ist. Das Schöne ist, es regnet nicht, es ist nur Nebel und ich denke mal ab heute Nachmittag, Mittag ist ja dann auch wieder weg. Ich fühle mich gerade direkt nochmal 10 Jahre jünger. Ich habe gerade den Todesschreck bekommen. Bin gerade zurück zu unserem Auto gelaufen und merkte, wie sich hinter mir irgendwas anschlich. Habe ich mich umgedreht und dann lief mir ein Wolf hinterher. Zumindest sah er aus wie ein Wolf. Richtige Größe, richtige Färbung und schlich sich hinter mir an. Und guckte mich auch von unten so nach oben hin an und ja, glücklicherweise hat sich dann rausgestellt, dass da ein Halsband dran war, war also nur ein Hund. Aber der Schreck,
sitzt mir noch an den Knochen. Frühstück am Muscle Beach. Irgendwie hat es uns der Ort angetan. Deswegen haben wir jetzt gedacht, komm, einmal noch ein bisschen Frühstück, eine Kleinigkeit. Und jetzt ist auch irgendwas in der Bucht unterwegs. Irgendwas schwimmt da rum. Wir haben es noch nicht ganz richtig erkannt, was es ist. Lara ist gerade unterwegs, versucht zu fotografieren. Könnte ein Seeotter sein. Oder irgendwas anderes. Werden wir gleich sehen. Wir machen gerade wieder eine Wanderung durch den Küstenregenwald bei Radar Hill. Jetzt kurz vor Tofino. Die Lichtstimmung ist mal wieder sehr geil. Überall zieht der Nebel durch. Ab und zu kommt mal ein bisschen die Sonne raus. Schon sehr, sehr nice. Diesmal haben wir auch ein sehr, sehr spezielles Ziel. Und das seht ihr gleich, wenn wir denn da sind. Kurzer und sportlicher Walk. Mhm. Und jetzt haben wir unser Ziel erreicht. Und es ist ein Flugzeug. Ein abgestürztes Flugzeug, was hier von der Canadian Air Force irgendwann im Februar 1945 runtergegangen ist und seitdem hier liegen gelassen wird. Zurück von unserem Trail und ja, das Flugzeug war halt ein Flugzeug im Wald. Wäre auch schön gewesen, wenn nicht so super viele Menschen da gewesen wäre. Also ein Geheimtipp ist der Weg auch nicht mehr, aber der Weg dahin lohnt sich. Es ist ein Hochmoorgebiet, man sieht sehr viele Pflanzenarten, Sonnentau und Enzian. Und ein paar Tierspuren waren da auch zu sehen. Also vielleicht, wenn man so ein bisschen in den Dämmerungszeiten unterwegs ist, hat man da vielleicht auch mal Glück. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. Das Wetter sieht schon wieder nicht so toll aus und das kann sich wieder sehr schnell ändern. Da uns heute das Frühstück ausgegangen ist, müssen wir uns ein bisschen zu helfen wissen und haben jetzt, sag mal, zur Ausbeute, Ja. Halt mal still, Brombeeren, leckere, reife Brombeeren. Ja, nach unserer Pilzfahrt heute Morgen sind wir jetzt abmarschbereit, haben gerade noch unser Zelt gepackt und das ganze Zeug ins Auto reingeräumt, mal eine Kleinigkeit gefrühstückt. Ja, hier sieht man nochmal die absolut mistige Karre. Ich glaube, die Schotterwege waren dann doch ein bisschen zu viel heute Morgen. Ich glaube, da werden wir die nächsten Tage irgendwann mal durch die Waschanlage fahren. Ja, also jetzt warte ich noch auf Sarah, die kommt gleich und dann geht's los. Nach Campbell River. Es ist 11.30 Uhr. Wir werden wahrscheinlich so 2 Stunden fahren. Und da vor Ort müssen wir dann mal gucken, ob wir noch einen Campground kriegen. Wenn nicht, dann wird es sportlich und wir schlafen im Auto. Haben wir vorhin schon mal getestet mit der Matratze. Wird nicht so bequem. Manchmal sind die schönsten Spots einfach auch direkt neben der Straße. Thank you.
Fahrt nach Campbell war, sind wir an diesem kleinen Schmuckstück hier vorbeigekommen. Cathedral Grove. Im McMillian Provincial Park. Geile Bäume, bis zu 800 Jahre alt. Douglasien, die haben es in sich. Man sieht es so ein bisschen hier im Anschnitt. Ich denke mal, werden wir noch mal ein paar geilere Bäume sehen, wenn wir jetzt gleich rumgehen. Wir machen jetzt mal einen kleinen Loop. Und dann gucken wir mal, was das hier so noch zu sehen gibt. Ja, das hier ist die älteste Douglasie in diesem Park und eine der ältesten Bäume überhaupt in Kanada. Über 800 Jahre alt. Um das mal so ein bisschen einzuordnen, ein paar Zahlen. Das Ding stand schon 300 Jahre, bevor Christopher Columbus hier angekommen ist. Und mit einer Höhe von 76 Meter, also ist direkt mal 20 Meter höher als der schiefe Turm von Pisa. Also ein ganz schön ordentlicher Baum. Schatz, da hinten ist ein Dinosaurier. Flieh! Flieh! Fast wären wir dran vorbeigefahren, aber war gut, dass wir es nicht gemacht haben. Das hier ist echt eine kleine Perle. Die Bäume, die Natur ist schon ziemlich geil. Leider ein bisschen klein. Der Loop, den wir gerade laufen, der war jetzt, glaube ich, nur ein Kilometer. Viel mehr kann man da auch gar nicht mehr machen. Aber ja, lohnt sich auf jeden Fall mal anzuhalten. Genau. Vielleicht nicht zu den Stoßzeiten. Nicht zu den Stoßzeiten. Und aber auch nicht abschrecken lassen, wenn es zu viele sind. Es sind zwar Menschen, aber es verläuft sich doch so ein bisschen. Ne? Also, von uns Daumen hoch. Unser Mietwagen macht uns fertig. Erst die Windschutzscheibe. Steinschlag, gut, dafür konnte er nichts. Dann heute Morgen ein Fassplattenreifen oder wenig Reifendruck. Und dann jetzt piept die Scheiße bei dann piept die ständig oder hupt. Oder hupt, und jetzt ist ein neues undefinierbares Geräusch aufgetreten im Fußraum, was jetzt gerade weg ist, aber am Anfang hat man es gehört. Englisch. Entschuldige, ich habe dich nicht verstanden. Du sollst die Sprache auf Englisch wechseln, habe ich gesagt. Entschuldige, das habe ich nicht verstanden. So, wir sind auf unserem Campspot angekommen für heute und ich muss sagen, richtig geil. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Hier direkter Blick aufs Wasser. Herrlich. Herrlich! Und dass ihr mal seht, wie es hier so drin aussieht. Es ist uns ganz gemütlich gemacht. Kopfkissen, Schlafsäcken. Also alles schick. Die Nacht kann kommen. Abendessen.
Das sind ein paar riesen Viecher. Richtig geil. Tatsächlich, hier schwimmt irgendwo ein Buckelwal rum. Das war krass. Also, als ob die sich einen Wecker gestellt hätten.